Spannend verlief der Saisonauftakt bei den Mostviertel Bastards in Saarling bei Ips, dem sonntags rund 300 Zuseher beiwohnten. Zu Gast war eines der neu in die Liga eingetretenen Teams, die Styrian Rivers. Ob enorme Mannstärke und footballerfahrener Coaches waren diese leicht zu favorisieren. Vor allem auch in Anbetracht der beiden letzten Saisonstarts der Bastards, die nicht gerade erfolgreich verliefen. Nichtsdestotrotz ging man voller Zuversicht in die Partie, konnte man heuer doch im Gegensatz zum Vorjahr auf einen gut gefüllten Kader und zahlreiche talentierte Neueinsteiger zurückgreifen. Bei tollem Wetter begann sodann die Bastards-Offense leider etwas nervös, was rasch zum ersten Auftritt der Rivers O führte, die ihren ersten Drive auch gleich zu Punkten verwandelte. Noch im ersten Viertel konnte unser Team aber auf 7:7 ausgleichen, bevor die Steirer rasant auf 22:7 davonzogen. Touchdowns der sich aufbäumenden Heimischen sowie eines Field Goals der Freibeuter ging es mit 13:25 in die Pause. Groß war die Freude beim Organisationsteam, dass dieses Mal eine tolle Anzahl an Zusehern sowohl gastronomisch wie auch mit neuen Merchandise-Artikeln versorgen durfte. In der Halbzeitpause dürften die Bastard-Coaches die richtigen Worte gefunden haben. Gelang doch fortan den Gastgebern, das Spiel zum Zwischenstand von 28:25 zu drehen. Im Spiel konnte Karl Jurkovic 2 sowie Christian Osanger und Manuel Vielhaber je einen Touchdown erzielen. Der Bastards Quarterback Konstantin Kloß wie auch Kicker Bernhard Pichler konnte je 2 Punkte für deren Rotte erobern. Leider griff aber auch nach der Halftime der Verletzungsteufel wieder intensiv ins Spiel ein, wie auch die Kräfte zugunsten des mannstärkeren Teams letztendlich den Ausschlag geben sollte und mit 40:28 den Sieg deutlich auswiesen. Ja, war super geil. War ein enges Spiel, denke ich. Das Ergebnis am Schluss sagt es nicht ganz, aber ich denke, bis die letzten paar Minuten war alles drin für uns. Ja, generell bin ich schutzfrieden. 2 Touchdowns habe ich gemacht, die nimmt man keiner mehr. Ein Drop am Schluss, der vielleicht spielentscheidend war, das wundert mich schon ein bisschen, aber ja, ist jetzt vorbei. Ja, es war intensiver, als ich erwartet habe. Die Gegner waren gut vorbereitet, waren nicht nur viel, sondern auch stark, stärker als erwartet. Ja, aber war interessant, es war mehr drinnen gewesen. Aber leider haben wir ein paar kleine Kleinigkeiten, die wir noch vermeiden müssen, Fehler. Klar, ich meine, letztes Jahr Division 3, ich würde sagen, das spielerische Niveau zwischen den zwei Ligen ist jetzt nicht unbedingt extrem viel Unterschied. Also womit wir zu kämpfen gehabt haben, vor allem auch letztes Jahr, ist einfach ein irrsinniger Aderlass an Spielern, die wir gehabt haben, irrsinnig viele Abgänge und die haben wir kompensiert. Da haben wir uns damit letztes Jahr sehr stark damit beschäftigt. Sportlich war es dann eben nicht so gut. Und ich würde sagen, das Spiel heute war sicher schon einmal ein guter Start und besser als wie was wir uns letzte Saison verkauft haben. Wir haben die Rookies ganz gut integrieren können. Die haben bombastisch gespielt heute, muss man sagen. Und das nehmen wir mit. Für das ist halt jedes Spiel und vor allem jedes Pflichtspiel wichtig, um sie zu integrieren, um zu wissen, wie rennt es ab. Und das kann man am Ende des Tages heute mitnehmen. Auch wir gratulieren den Rivers zum ersten Sieg in deren ersten fair, aber hart geführten Ligaspiel. Sehr freuen sich die Bastards auch über einen Besuch beim nächsten Heimspiel Ende Mai, bei dem diese am Sonntag, den 26. Mai, erstmals nach Ips in die Wüste Arena laden dürfen.